Heute haben wir eine PlayStation 5-Konsole mit defektem HDMI-Port. Diese wurde erst vor wenigen Tagen von jemand anderes repariert. Als der Besitzer sie wiederbekommen hat und er den HDMI-Stecker reinstecken wollte, beziehungsweise auch wieder rausziehen wollte, hat er immense Probleme gehabt und der HDMI funktioniert jetzt bereits wieder nicht. Ich wollte eigentlich erst gar keine Aufnahme von dieser machen, aber nachdem ich gesehen habe, was dort los ist, wollte ich euch daran teilhaben lassen. Schauen wir sie uns an. Der HDMI-Port ist komplett verklebt mit Sekundenkleber. Auf der Rückseite wirklich ein Meisterwerk der Lötkunst. Man kann hier erkennen, der Cut ist nicht mehr vorhanden unter dem Kleber. Es ist wirklich kein einziger Pin, es ist kein einziger Pin verlötet worden. Es wurde bloß der Port draufgesetzt und mit so Sekundenkleber fixiert. Ja, ich habe das noch nie gesehen, wirklich. Lass uns das reparieren. Ein Lötpad hängt am Port. Soweit sind die Pads aber noch alle intakt. Die Ankerpunkte sind auch noch okay.
Wir ersetzen jetzt den fehlenden Cup. Das Lot hat sich super mit dem Port verbunden. Andere Seite auch. Der ist mega fest. Alle Kontakte bombenfest. Wir testen den Port jetzt nochmal auf Lötbrücken. Perfekt, fertig, bauen wir es zusammen. Tada! Wir haben wieder eine Bildausgabe. Sekundenkleber und Porteinbau funktioniert nicht. Überhaupt gar nicht. Entweder man baut es richtig ein oder man lässt es leider Gottes einfach bleiben. Dass er an jemanden geraten ist, der es einfach überhaupt nicht kann, aber anbietet. Naja, was soll ich sagen? Jetzt ist es richtig gemacht worden. Er wird wieder Spaß mit seiner Konsole haben. Mein Job ist erledigt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Video.